Der Jubel der Eintracht-Cheerleader war groß. Das Fazit der Regionalmeisterschaften positiv. Also wir hatten jetzt heute zwei Meisterschaften, hatten noch ein Jugendteam, was ich trainiert habe. Erste Meisterschaft super gelaufen, keine Drops. Das Jugendteam auch super gelaufen. Meine Co-Trainerin und ich super zufrieden. Und jetzt war halt noch die Krönung im Level 6 den ersten Platz geholt. Wir fahren wahrscheinlich auf die deutsche Meisterschaft, also einen besseren Tag gibt es eigentlich nicht. Doch bevor gejubelt werden durfte, stand die Vorbereitung auf die Meisterschaften im Vordergrund. Dehnen, warm machen, schauen, dass alles sitzt, konzentrieren. Denn das Ziel in diesem Jahr ist klar: Titelverteidigung. Langsam aber sicher wurde es ernst. Knapp eine Stunde bevor sich das Team der Jury stellt, werden alle einzelnen Elemente noch einmal geübt. Gerade die Jungs brauchen beim Cheerleading ordentlich Power im Arm. Denn die Mädels müssen nicht nur in die Luft gehoben, sondern dort auch ausbalanciert werden. Wichtig ist, kontrolliert zu atmen, einen ruhigen Puls zu haben, möglichst fest zuzugreifen, dass sie sich oben sicher fühlt, dass sie oben gut stehen kann. Trotz großem Kraftaufwand können es die Damen den Herren auch etwas einfacher machen. Oder anders ausgedrückt, es nicht unnötig schwer machen. Einmal beim Abspringen möglichst viel abzuspringen oder sich dann halt extrem anzuspannen. Je mehr sie sich anspannt, desto einfacher wird es für mich unten. Wenige Minuten vor dem Wettkampf ruft die Trainerin die ganze Gruppe noch einmal zusammen. Letzte Konzentration, letzte Motivation. Dann ist es soweit. Das, worauf wochenlang hingearbeitet wurde, muss jetzt funktionieren. Und es funktioniert. Die Mädels stehen, keine fällt runter. Angefeuert von den anderen, gibt das Team jetzt Vollgas. Die dritte Etage steht. Jetzt fliegt noch ein weiteres Cheergirl nach oben. Alles steht. Und das Ganze auf 4 Metern Höhe. Angst haben die Mädels, die nach oben fliegen, die sogenannten Flyer nicht. Nee, wirklich gar nicht. Der Alex, der hat mich schon in Situationen gefangen, da hätte ich mich selbst nicht gefangen. Also da herrscht wirklich volles Vertrauen und das ist auch das A und O bei diesem Sport, weil sonst kann man das nicht machen. Vertrauen, Technik, Kraft und Körperspannung. Die Komponenten, die ein gutes Cheerleading-Team ausmachen. Und sollte doch mal etwas schief gehen und eine Pyramide zusammenfallen, dann müssen die Jungs ihre Mädels fangen, auch wenn sie dabei durchaus mal den einen oder anderen Ellbogen abbekommen können. Das Verletzen steht da eher im Hintergrund. Also man gibt als Base, muss man dem Flyer das Vertrauen geben, dass man sie an jeder Position fängt. Weil wenn sie sich verletzt, wäre die Verletzung viel schlimmer, als wenn ich sie fange und einen Ellbogen abbekomme oder so. Also da geht das Fangen vor die Verletzung, das steht dann eher im Hintergrund. Aber das war nicht das Problem der Eintracht, denn es lief gut, wenn auch noch nicht perfekt. Auch das Abschlussbild spektakulär, trotz kleiner Probleme. Es reicht für Platz 1 und die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft. Ebenfalls überglücklich war das zweite Team der Eintracht, das ein Level tiefer, sprich in Level 5 angetreten ist. Hier sind einige Dinge, wie beispielsweise freie Salti, nicht erlaubt. Das Team Level 5 belegte am Ende den dritten Platz in ihrer Kategorie. Ebenfalls erster wurde das Cheerleading-Team der Offenbacher Kickers. Auch der OFC ist in Level 5, also dem höchsten, angetreten, allerdings in einer anderen Kategorie als die Eintracht. Somit gingen alle Titel in der höchsten Kategorie in das Rhein-Main-Gebiet.